Weil wir von der Schönheit nie genug haben, gab es auch diesmal wieder eine neue Miss Germany. In Baden-Baden glaubte ein ganzer Laufsteg voll junger Mädchen an den Endsieg. Vor den kritischen Augen des Publikums setzten die Konkurrentinnen zum Endspurt an und mit der verschwindenden Taillenweite von 49 cm erregte Margit Nünke aus Köln maßlose Bewunderung. Als Miss Germany nahm sie den Opalpreis entgegen.